In dieser Vorlesung behandeln wir den Satz von Poincaré. Der besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil besagt, die Rotation vom Gradienten eines Skalarenfeldes phi verschwindet. Beziehungsweise kann man sagen, wenn E ein Gradientenfeld ist, das heißt ein konservatives Feld, dann verschwindet die Rotation von E. Oder für ein konservatives Feld ist ein konservatives Feld ist wirbelfrei. Ja, in Zukunft, wenn Sie die Aufgabe haben, Sie müssen untersuchen, ob es sich bei einem gegebenen Feld um einen Wirbel, um einen Gradienten, Entschuldigung, um ein konservatives Feld handelt, dann berechnen Sie die Rotation. Wenn die verschwindet, kann man nämlich zeigen, mit Hilfe des Satzes von Stokes, das werden wir dann später zeigen, dass auch die Umkehrung gilt. Das heißt, hier gilt die Äquivalenz der Der zweite Teil des Satzes von Poincaré bezieht sich jetzt auf die Divergenz der Rotation eines Vektorfeldes, von der man ebenfalls zeigen kann, dass die verschwindet. Aus dieser Aussage lässt sich dann die rechte Seite hier auch ausdrücken, nämlich wenn B als Wirbelfeld dargestellt werden kann, also B ist gleich die Rotation von A, dann folgt daraus, dass die Divergenz von B verschwindet. Oder anders ausgedrückt, ein Wirbelfeld damit meint man also ein Feld B, das sich als Rotation eines anderen Feldes ausdrücken lässt. Ein Wirbelfeld ist quellenfrei. Ja, quellenfrei bezieht sich auf das Verschwinden der Divergenz, genauso wie sich wirbelfrei hier bezieht auf das Verschwinden der Rotation. Was ich jetzt in dieser Vorlesung machen möchte, ich möchte auch hier gilt im Übrigen, das habe ich vergessen zu erwähnen, auch hier gilt der Doppelpfeil in beide Richtungen. Also wenn die Divergenz von B verschwindet, dann kann man zeigen, dass daraus folgt, dass sich B als Wirbelfeld ausdrücken lässt. Was ich jetzt zeigen möchte, ist die linke Seite dieser beiden Gleichungen, aus der dann die Folgerung hier nach rechts folgt. Die Gegenseite werden wir dann später zeigen, wenn wir bei den Integralsätzen sind. Also behandeln wir mal den ersten Teil, die Rotation vom Gradienten. Die habe ich hier behauptet, ist 0. Die Rotation des Gradienten von Phi. Schreiben wir das einmal in mit Hilfe des Nabla-Operators. Der Gradient von Phi ist ein Nabla Phi und aus den wenden wir jetzt noch einmal die Rotation an. Ja? Wenn das jetzt hier, nehmen wir mal an, das wären jetzt keine Differentialoperatoren, sondern Vektoren, dann würde jetzt hier, nehmen wir es, ein Vektor a stehen, kreuz ein Vektor a mal einem Skalar Lambda. Dann ist klar, dass das, wenn das Vektoren wären, dass das verschwindet, weil hier zweimal ein Kreuzprodukt mit dem gleichen Vektor steht, ja, oder mit dem Vektor, der parallel zueinander ist. Ganz ähnlich kann man jetzt hier zeigen, dass dieser Ausdruck verschwindet. Am besten geben wir jetzt hier, das, was hier steht, ist ja ein Vektor. Das geben wir in Koordinatenschreibweise über, also die Rotation vom Gradienten von Phi, die ite Koordinate drückt als mit Hilfe des Epsilon-Tensors, das Epsilon i j k. Der erste Vektor hier ist ein dj, der zweite ist ein d k. Das Ganze wirkt auf phi. So, was man jetzt benutzt, um das Verschwinden hier zu zeigen, jetzt benutzt man mal den Satz von Schwarz. Was wir hier stehen haben, ist eine gemischte partielle Ableitung. Also zweite
ableiten. Und nach dem Satz von Schwarz, wenn Phi hinreichend differenzierbar ist, zweimal stetig differenzierbar, dann kann man diese Reihenfolge vertauschen. Dann steht hier Epsilon i j k d k d j Phi. Sind wir schon fast fertig. Was man jetzt noch benutzen kann, jetzt benutzt man die. Jetzt vertausche ich hier die beiden Indizes. Dann bekomme ich natürlich ein negatives Vorzeichen. Epsilon i j d k d j phi. Und jetzt übersetzen wir diesen Ausdruck, der hier steht, wieder in Vektorschreibweise. Ja, hier steht die i-te Koordinate. Über k wird summiert, über j wird summiert von dem Ausdruck Nabla Kreuz Gradient von Phi. Die i-te Koordinate von dem Ausdruck. Allerdings ganz wichtig natürlich mit dem Minus davor. Das heißt, wenn wir die beiden Ausdrücke vergleichen, haben wir hier einmal das Negative von dem Ausdruck stehen und die beiden können nur gleich sein, wenn der Ausdruck verschwindet. Das heißt, daraus folgt, dass die Rotation vom Gradienten von Phi verschwindet. Und ganz analog können wir jetzt zeigen, können wir auch den zweiten Teil zeigen, nämlich dass die Divergenz von der Rotation von A verschwindet. Also die Divergenz von der Rotation von A, das ist ja hier, wenn man es mit Hilfe des Nabla-Operators ausdrückt, die Rotation ist Nabla Kreuz A. Und darauf wenden wir die Divergenz an, also die Skalarmultiplikation vom Nabla-Operator mit dem Vektorfeld. Ja, wieder aus Analogie. Wenn das jetzt hier kein Differentialoperator wäre, sondern es lauter Vektoren wäre, dann würde jetzt sowas stehen wie a mal a Kreuz b von mir aus, ja. Das Ganze nennt man ja, das ist ein Spatprodukt. Und ein Spatprodukt, haben wir schon gezeigt, verschwindet, wenn zwei Vektoren, zumindest zwei Vektoren in dem Spatprodukt gleich sind. Und das haben wir hier offenbar ja auch. Nur steht halt hier kein gewöhnlicher Vektor, sondern ein der Nabla-Operator. Trotzdem kann man eben zeigen, jetzt gehen wir wieder über in Koordinatenschreibweise. Also die Divergenz ist ein Delta I und für dieses Kreuzprodukt ziehen wir wieder den Epsilon-Tensor zur Hilfe, also ein Epsilon I J K. dj a. Genau, also argumentieren wir wieder ähnlich, wie wir es hier oben schon gemacht haben. Den Epsilon-Tensor ziehe ich nach vor, der ist ja Konstante. Und dann habe ich ja hier wieder die zweifache gemischte partielle Ableitung nach i und j stehen. Und jetzt verwenden wir wieder. Wir nehmen also an, unter der Voraussetzung, dass dieses Vektorfeld a zweimal stetig differenzierbar ist, dann gilt das nämlich, sonst gibt es unter Umständen Fälle, wo das eben nicht verschwindet. Jetzt vertauscht man die beiden, die Reihenfolge der beiden Ableitungen. Und mit dem IJK stehen die J, die I, A, K. Naja, und jetzt das gleiche Spiel, das wir schon einmal gehabt haben. Jetzt zeigen wir also wieder, dass das verschwindet, indem wir die Reihenfolge hier vertauschen. Und zwar vertauschen wir jetzt hier I mit J.
Was haben wir dann stehen? Auf jeden Fall haben wir ein Minus. Epsilon J I K D J D I A K. Und jetzt schieben wir wieder umgekehrt den Epsilon-Tensor hier in die Mitte rein, nur damit wir uns leichter tun, zu erkennen, was hier steht. Da steht hier also ein Minus D J Epsilon J I K D I A K. Das heißt, was wir hier stehen haben, ist ein Skalarprodukt minus Skalarprodukt vom Numerator multipliziert mit dem, hier steht ein Vektorprodukt vom Nabeloperator mit dem Vektor A. Und unser Ausgangspunkt war ja Nabla Skalar mit Nabla-Kreuz A. Und jetzt haben wir den gleichen Ausdruck nur mit dem Minus hier davor stehen. Daraus folgt wieder, das kann nur gelten, wenn dieser Ausdruck verschwindet. Gut, jetzt zum Abschluss dieses Kapitels noch möchte ich noch betonen, dass das immens wichtig ist für die klassische Feldtheorie in der Physik. Also ich spreche da jetzt von der Elektrodynamik, Elektrostatik, Magnetostatik vor allem. Da gibt es eben genau diese Entsprechungen. Deswegen habe ich die Buchstaben auch hier so benannt. E quasi entspricht dem elektrischen Feldvektor, B dem magnetischen Induktionsvektor, Phi ist dann das elektrostatische Potential und A nennt man dann das Vektorpotenzial. Ich schreibe das noch einmal neu an. Also in der Elektrostatik verwendet man genau diese Beziehungen. Dass die Rotation des elektrischen Feldes verschwindet. Daraus folgt dann, dass sich das elektrische Feld als Gradient eines Potentials schreiben lässt. In der Physik, sage ich nur dazu, fügt man da hier aus Konventionsgründen ein Minus ein bei der Definition des Potentials. Sondern der Mathematik. Und die Divergenz wiederum des elektrischen Feldes ist nichts anderes als bis auf Einheitenfaktoren ist die Ladungsdichte. Also die Quellen des elektrischen Feldes sind die elektrischen Ladungen. Und das wäre die Ladungsdichte hier. Das werden Sie im fünften Semester in der Elektrodynamik sicher noch genauer natürlich lernen. Und jetzt noch zum Abschluss in der Magneto oder ja, für magnetische, sagen wir es Magnetostatik. Also zeitlich nicht veränderliche magnetische Felder, Elektrostatik, aber zeitlich nicht veränderliche elektrische Felder. Da gilt dann eben die Divergenz, die Divergenz der magnetischen Induktion ist 0. Ja. Wenn wir hier nach oben schauen, wenn die Divergenz eines Feldes verschwindet, dann gibt es ein Vektorpotential. Daraus folgt, dass man B ausdrücken kann als Rotation von A. Und dieses Feld A hat eben die Bedeutung des sogenannten Vektorpotentials. Und umgekehrt, das magnetische Feld ist ein Wirbelfeld, die Quellen, die Wirbeldichte ist die Stromdichte. J wäre hier die
Stromdichte fungiert dann als Quelle, als Wirbeldichte, Entschuldigung, als Wirbeldichte, aus der sich die gleiche Rotation des Magnetfeldes sein muss. Gut, das ist nur so ein kleiner Ausblick, Vorausblick in die Elektrodynamik, wo Ihnen dieser Satz von Poincaré auf jeden Fall wieder begegnen wird.